Ja, liebe Zocker und YouTuber, der Olle Ravengard, der alte Herzog, ist entführt worden. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber er ist entführt worden bei einem Angriff von Tieflingen auf ein Landgut oder sowas. Ja, und ich habe einen Fuzzi hier in einer Scheune getroffen und der hat mir ein Geheimversteck gezeigt und ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wir wissen nur, dass dieser Ravengard wohl vermutlich in dem Mondlichtturm gefangen gehalten wird. Mehr weiß ich aber nicht. Und in der letzten Folge haben wir dann im Keller hier eine Geheimtreppe gefunden. Würde ich mal sagen, gehen wir da mal rein. Und finden auch gleich einen Wegpunkt, was natürlich geil ist. Das heißt, dass hier dürfte ein größeres, was ist das? Ein größeres Gebiet sein, sonst gäbe es hier keinen Wegpunkt, oder? Also es ist eine einfache Höhle, scheint es nicht zu sein. So. Machen wir. Vorsicht, warte mal, da habe ich was gesehen. Was war das? War das eine Falle? Irgendwo hat hier was aufgeblinkt, als ich hier mit dem Cursor drüber bin. Naja, scheinbar doch nicht. Wo zum Henker sind wir hier? Würste! Würste nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Knoblauch nehmen wir auch mit. Kann man alles essen? Kann man nicht essen. Gut, dann... That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Moment mal. Ganz ruhig hier. Euer Wachmann hat mich reingelassen. Heimlichkeit zurück in den Schatten huschen. Naja, das ist jetzt nicht so mein Ding. Einschüchtern. Waffen weg. Ich gehe wohin ich will. Überzeugen. Ich will keinen Ärger, nur handeln. Was will ich denn handeln? Gedanken wahrnehmen. Ihre Gedanken lesen. Ich überzeuge mal, ich bin ein edler Paladin. Bin ich außerdem ganz gut drin. Plus 4, so. Super. Da kann ich so gut sein, wie ich will. Wenn man eine 2 würfelt, dann geht es gerne mal in die Hose. Na komm, wir versuchen es nochmal. Komm jetzt. Ich habe eine Plus 4. Ja, knapp, aber geschafft. So, jetzt habe ich sie davon überzeugt, dass ich der kleine knufflige Paladin bin. Jetzt klingelt es auch noch. Your life was ours the moment you walked in here. But maybe I'll let you buy it back. I have a job needs doing. We've disarmed the traps. Come down. So, wenn es klingelt, klingelt. Da hilft auch kein Gespräch. Aber auf jeden Fall hat sie uns... Was hat sie denn jetzt gesagt? Shit. Wenn man gerade an der Tür ist und nicht mitkriegt, worum es geht. Okay. Gucken wir einfach nochmal kurz hier rein. Ihr könnt mir sicherlich sagen, was sie gesagt hat. Aber sonst niemand. Okay, wir gehen mal weiter. Okay, mit denen kann man offenbar reden. Das ist ja schon mal cool. Wie? Fehlgeschlagen. Moment, warte mal, wo ist denn mein... Du gehst mal kurz vor, du bist ja mit dem... Nee. Wow, 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 wow. Granitstein, entschärfen. Moment. Einmal entschärfen, bitte. So, was habe ich plus 8? Was bin ich denn für ein Monster? Geschicklichkeit. Glücklich ist er auch noch. Das kann ja eigentlich nur gut gehen. Guckt euch das an, was ich für ein Entschärfer bin vor dem Herrn. Was aber trotzdem irgendwie... Das muss mal vorsichtig vorwärts gehen hier. Das war die einzige Falle, oder? Irgendwas ist da noch. Gleich lade ich drauf. Pass auf. Da ist er nämlich. Ja, 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 ja. Warum bin ich eigentlich glücklich? Wahrscheinlich, weil ich gerade was getrunken habe. Oder im letzten Kampf, glaube ich, habe ich was getrunken. Hm.
Jetzt sieht er hier auch. So, 20. Wow, ich habe das Ding quasi mit einem kleinen Finger entschärft. So. What's that smell? So, wir nehmen mal kurz looking ahead. Ihn hier. Und wir machen jetzt zwei Dinge. Erstens machen wir mal eine kleine Rast, damit wir unsere Gesundheit wieder auffüllen. Können wir gar nicht machen. Können wir eine kurze Rast machen zum Lagen? Wir können. Eine kurze Rast geht nicht, haben wir schon gemacht. Okay, dann machen wir halt eine lange Rast. Tag Ben, du hast genügend. Ja. So. Haben wir jetzt gerastet? Ja. Da will einer mit uns quatschen, wer ist es? Ach, der will schon wieder. Was will denn? His brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest. Then Florek's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. Ja, das wissen wir ja, dass der Ravengard entführt wurde. Wir holen ihn ja. Gasthaus haben das abgehört und den Herzog entführt. Okay, er kennt ihn scheinbar. I know him better than most. Was ein Zufall, er ist sein Vater, Luke. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Ja, was Papa wohl dazu sagt, dass du jetzt Hörner hast? Dann ist eure Entscheidung klar, wir sollten ihn retten. Seid ihr denn nicht besorgt? Euer Vater wurde entführt. More than worried in truth. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzin would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Aha. Naja, gut. Wir werden ihn ja auf jeden Fall retten. Warum ist er ausgerechnet sein Vater? I know. And you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers. A man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard. A memory of a memory. A man who belongs to the past. Und der jetzt Hörner hat. I wanted you to know the blade, not the shadow he left behind. Alles klar. So, Will ist jetzt also ein adliges Muttersöhnchen. Naja, ein Adliger. Hier. Selber auswählen. So, aber ich frage mich immer noch, wer diese Fuzzis sind, denen ich hier gerade begegnet bin. Und vor allem der Fuzzi, der mich hier reingelassen hat. Das ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schleierhaft. Und, achso, wir müssen erstmal hier das Lager verlassen. So. Oh, jedenfalls lassen sie mit sich reden und wir dürfen hier allerdings nichts plündern. Wir könnten ja ein bisschen ausfragen, ma? You don't want to keep Zaris waiting. Believe me. Okay, ich will sie nicht warten lassen, weil. Weil sie was tut? Well, don't you cut a fine figure. Want your portrait done? If you have the gold, my pet artist will make you a most heroical likeness. Absolut. Ihr macht eine gute Figur, ich nehme eins. Ich mache genau hier. Hm. You've got an eye for quality. Every noble in Baldur's Gate will be after one of these. Wenn mir das nicht ähnlich sieht, hau ich dir ein Schädel ein. With his sniffling, there'll be hell to pay. There's no need for this. So, aber wo ist denn jetzt mein Gemälde? Oh, ich habe schon wieder Punkt zum Ausgeben hier. Bei den Ilziden. Komm, wir gucken mal da kurz rein.
Wir haben bis jetzt ausgegeben, allerdings noch nicht benutzt. Was haben wir denn bis jetzt ausgegeben? Ach ja, dieses Anstürmen und diese Explosion. Den Schild, genau, den Schild Gesundheit übertragen und den Schild haben wir ausgegeben. Also wir haben das ausgegeben. Schild der Diener haben wir allerdings noch nie verwendet. Hohes Risiko. Ja, heilen brauche ich nicht, heilen kann ich mich schon. Für den ersten Angriffswurf oder Attributswurf, den ihr gegen ein beliebiges Ziel ausführt, erhältst du einen Bonus in Höhe deines Übungsbonus. Das ist eigentlich mal eine coole Sache. Guck mal kurz, was wir hier noch so haben. Psionischer Rückschlag, nee. Ausmerzen der Schwachen. Klingt so radikal. Ich finde das... Lampenfieber. Deine Ziele sind bei Angriffswürfen im Nachteil und erleiden bei jedem gescheiterten Angriffswurf... Schwierig zu sagen. Einmal pro Zug, wenn du einen Angriffswurf ausführst, verringert der Angriff entsprechend Attribut des Ziels um 1. Okay, klingt auch gut. Was ist das hier? Glück, der bei einem erfolgreichen Angriffswurf gegen einen Gegner kannst du einen Treffer, einen kritischen Wurf. Okay, da möchte ich hin. Okay, wir nehmen das hier. Was ist das? Bezaubern. Ja, ich bin zwar bezaubert, aber... Bin da. Mupf. So, da möchte ich eigentlich hin, aber... Kann man nicht. So, wo ist jetzt die Uschi, mit der wir reden sollen? You. The way you handled Zaris. You're not one of her thugs. You need to buy me. Was? Ihn? Was? Moment, ihr müsst mich kaufen? Was soll ich denn da kaufen? Selling us. I am not some lower city coin lad offering you a tumble. I am an artist, and my patron will reward you for my rescue. Tenfold, whatever ransom you pay, I guarantee it. Mhm. Moment mal. Und meine Gönnerin wird euch meine Rettung belohnen. Okay, jetzt so eine Art Sklave oder was? Und ich soll ihn freikaufen? Wer ist denn seine Gönnerin? As far as you're concerned, she may as well be the coin maiden herself. But there will be time for questions later. Please, speak to Brem. I need to see the sun again. Was ist das für eine komische Gesellschaft hier? Okay, ich soll ihn kaufen. Ich soll ihn kaufen. Wer ist Brem? Wer ist das? Das ist Bella. Warte mal, kann man hier mal irgendwas... Warte mal, das ist Bella. Garius. Quatsch hier gerade mit einem... Wir können ja nochmal mit Bella quatschen, mit dem Typen quatschen, der hier irgendwie nicht mehr ist. Wo ist er hin? Da hinten steht er, oder? Ja. So, Herr Bella. Herr Bella. Manu. You seem a nice soul. I'm glad we didn't have to kill ya. Das freut mir auch ungemein, dass du mich nicht getötet hast. So, wo ist denn jetzt die Uschi? Die Oberbossin. Der will, dass ich ihn freikaufe. Gehen wir mal hier rauf. Ist hier oben überhaupt noch mehr? Hier oben können wir hin, warte mal. Ja, hör auf zu faseln. Befrei dich ja, wenn ich immer wüsste, wer hier... So, das ist Zaris. Wo ist ein Brem? Wo ist Brem? Ich soll Brem befreien. Brem bequatschen. Okay, wir quatschen erstmal mit Zaris. Not many can talk their way into a Zentarim outpost. I could use someone with your skills. Interested in a job? Was? Erst würde ich gerne wissen, für wen ich arbeite. Die Zentarim. Genau, wer ist das? We're the finest mercenaries on the coast. We can provide you with anything. For a price. Okay, was machen die hier unten? Unter dem Gehöft? Sind das jetzt Söldner oder Händler? If you've got coin to spend and problems to solve, the Zent will relieve you of both. But today I'm offering work, not looking for it. Also die Beschreibung, die sie gerade geliefert hat, wirkt auf mich eher so ein bisschen wie Wegelagerer oder so. Some of our people are missing. More importantly, so is their cargo. Find them. Keep them alive if you can. Failing that, just bring that shipment back. Moment mal. Ist das vielleicht die Karawane?
Das könnte die Karawane sein, die ich gefunden habe, oder? Allerdings habe ich die... I'm offering hard coin, not idle answers. All you need to know is that I'm willing to pay a hideous sum to get it back. Unopened. Ich weiß ja nicht, alles klar, ich bin dran, aber... Good. Backtrack along the road to the east and look for a wagon. Das habe ich gefunden. The usual. Das habe ich Time gefunden. Was. No one dared touch a ja, ja, ja. Genau die. Find whoever did this and remind them why. Habe ich schon. Ist im Prinzip erledigt. Not many can talk their way into a Zentarim outpost. I could use someone with your skills. Hast du mir schon gesagt? Interested in a job? Hm. Some of our people are missing. Schaut, das haben wir schon gehört. Wartet. Find them. Ja, ja. Keep them alive if you can. Failing that, just bring that shipment back. God damn it. What about the shipment? Ja, komm, kann sie haben. Ich konnte ja mit der Flasche eh nichts anfangen. You opened the shipment. Ja, aber nur weil ich nicht. Killed me. You've bloody killed us all. Nein. Damned if I won't return the favor. Lads. Wow. Seid ihr bekloppt? Seid ihr völlig behämmert? Ich. Unglaublich. Weißt du? Natürlich habe ich das Schiff mit geöffnet. Die Truhe stand. Ich konnte ja nicht die ganze Truhe mitnehmen, du dusselige Zippe. Was für ein grundgütiger. Ich speichere nochmal kurz. Das darf ich jetzt mal. Also manchmal ist das Spiel aber auch... So, wo sind die alle? Tötet sie. Weißt du, ich habe mich noch hier gefreut, dass ich hier den Typen... Alter Zippe! Let's go. So, du schießt der mal voll ins Gesicht hier, der ollen Troller hier. Was haben wir denn hier? Hinterhältiger Angriff. Geht es? Da geht sogar, komm. Flowers. So. Ist ja gleich mal. Kannst du eigentlich kannst du es auch noch mal annaschen. Nee, das geht nicht. So. Haben wir noch irgendwas? Nein, das war's. Fürchte, das war's. Was ist das? Stoßen? Ja, kannst du stoßen? Geht das? Nein, dafür ist er nicht genügend Ressourcenpunkte. Okay. So, jetzt kommt er hier. Hat ein doofes... Einfaches Gift. Immun gegen Gift. Ha! Ja, ja, stellt euch da. Ich schub's euch da beide runter. Hihi. Was macht der da unten? Der... Keine Ahnung, was der da macht. Der klettert erstmal den... Nein, nicht auch noch schießen. So, jetzt kommt noch er hier. Fehlschlag, haha. So. Wo waren wir stehen geblieben? Irgendeiner von euch hat gesagt, springen ist wohl eine gute Sache. Machen wir das mal. Alle, hopp. So, und jetzt können wir ihn ja eigentlich mal schubsen, oder? Geht das? Werfen, spurten. Warte mal, wo ist denn Stoßen? Stoßen geht nicht mehr, ne? Na doch, geht sogar noch. Oder geht das noch oder geht das nicht mehr? Ne, komm, du haust mit deiner Axt da drauf. Oh, ich habe die falsche genommen. Das ist die Teufelin. Ich dachte, das bin ich. Spalten. Weiten Bogen. Pass auf, warte mal. Da gehen wir mal hier hin und dann spaltet sie mal. Haut jetzt hier allen mal eine, quasi allen mal eine Backpfeife um die Ohren. Warte mal. So. Und plauts. Har, har. Aha. Ja, da guckt er doof, ne? So, gehst du mal kurz einen Schritt zur Seite. So. Wer ist als nächstes dran? Sie hier kann sie auch spalten.
kann auch spalten. Pass auf, wir machen jetzt mal hier. Alle hopp. Hier hin. Und jetzt spaltest du auch mal. Haha. Ja, die ist down. Das habt ihr nämlich davon. Denn hier können wir gleich nochmal. So, und dann nochmal spalten. Ne? Das geht nicht. Okay. Ja, ja, ja. Daneben. Naja, gut, hat nicht geklappt. So, das hat auch nicht geklappt. Jetzt kommt der kleine Mann noch hier. Das bin ich. Jetzt kann der natürlich nochmal göttliche Gunst. Deine Waffenangriffe bewirken zusätzlich 1,4 Gleisen. Schaden braucht der eigentlich nicht. Es reicht eigentlich, wenn der einfach mal drauf jodelt. So, komm. Plautz ist der nämlich auch tot. Und jetzt können wir noch göttliche Gunst. Deine Waffenangriffe. Was ist das? Heiligtum. Mhm. Göttliches Gespür. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Okay, lassen wir erstmal so. Kann auch nichts mehr machen. Und der kann... Ah, jetzt ist der dran. Jetzt kann der nochmal schießen. Und den, haut den hoffentlich aus den Latschen. Sag ich doch. So. Da waren es auf einmal... Hoppala. Da waren es auf einmal nur noch... Einer. Wo gehen wir denn hin? Was haben wir denn vor? Ah ja, da dürfen wir auf einmal nochmal schießen, ja? Das ist, finde ich, ja witzig. Hm. Was haben wir denn da noch? Heilige Munition. Tränke deine mit heiliger Energie. Deine Fernkampf bewirken gegen Untote. Ne, der ist auch auf jeden Fall nicht untot. Fehlschlag. Ja, ist nicht so pralle. Time to strike. Volltreffer. Naja, danach gehen wir aber mal ein Stück weg. Und du gehst auch mal ein Stück weg, damit der uns nicht ins Visier bekommt. Du kannst nochmal drauf schießen. 70%. Was hat er dann noch hier? Wir haben ja noch alle möglichen Pfeile. Wyvern-Gift. Grau-Gift. Komm. So, und dann gehen wir in Deckung und dann kann er erstmal hopp, hopp, ja. Kann er nicht. Warte mal, er kann aber mal springen, oder? So, und weg. So, jetzt kann er mal gucken, was er macht. Kommt dann nämlich mal ein bisschen näher ran. Das ist nett von ihm. So, und ich würde mal sagen, das war ein großer Fehler, dass du jetzt hier angekommen bist, mein Freund. War ein gewaltiger Fehler. Schau doch mal zu. Hat die jetzt zugehauen? Sah komisch aus. Okay, zuhauen. Nee, nicht hier mit dem Schwert, bitte. Warte mal, jetzt müsst ihr auch noch springen, oder wie sieht das? Hinter ihnen. Ups. Und jetzt haust du da mal drauf. Mit dem Schwert, meine Gute. Warum hat die da 35%? Macht nichts, hat ihn trotzdem den Schädel gespalten. So. Das hätte so nicht sein müssen. Dass ich meine, woher soll ich denn wissen, dass ich das Ding nicht öffnen? Naja. Warte mal, das können ja. Das, touch me. Ich touch dich nicht. Hier, nimm das mal. So. What to do? Alchemistenfeuer. Da hängt auch noch einer rum. Da hängt ein Eisenschlüssel rum. Warte mal, was war noch? Warte mal, den haben wir. Den haben wir auch. Den
Aber auch. War das alles? Ich glaube, es war alles. 4 Stück waren es, ne? So. Warum wurden die dann so zickig? Jetzt können wir ja mal runtergehen und den Typen befreien. Hier, warte mal. Breathe deep and move. Wie hieß er doch gleich? Ich hab seinen Namen vergessen. Da steht er nämlich noch rum. So, mein Freund. Nein, nicht hinsetzen. Du bist frei. Ich hab sie alle umgebracht. Gods above, man! I said, buy me! If you didn't have the coin, you might have just said. In any case, I am a slave no longer. And your money troubles are over. Rest assured. For you have saved none other than Oscar Fevras. Ja, ich wollte die auch nicht umbringen, aber die ist gleich mit der Tür ins Haus gefallen, beziehungsweise mit dem Schwert in mich. Hab noch nie von dir gehört. Aber ich bin mal höflich. A genuine pleasure. I'm in your debt, as is my patron. My betrothed, I should say. Assuming Lady Janeth still wishes to marry me after our little, falling out. You recall a recent scandal. A Patriarch of Baldur's Gate who wished to marry a commoner. Mhm, er ist ein Bürgerlicher, aha. I did not run away. A date was never set. There were complications. Before my fame, my patron, there was another woman. Ein Heiratsschwindler. Naja, mehr oder weniger. But when Lady Janeth offered me a future, well, it felt only right to mention my past. Right, but unwise. I was forced to retreat into the countryside to paint and to clear my head, to choose, I suppose. Mhm. Das ist ein ganz schreckliches Dilemma, ja, ja. Und habt ihr euch entschieden? Hm? Oh, absolutely none. Fame and wealth suit me very well, no doubt. And yet, I think of that first love and I hesitate. Likely I'm going mad. Regardless, we have more immediate concerns. Your reward. Genau, meine Belohnung. Say, you, I don't suppose you could spare some coin, could you? Moment. Ease the discomforts of the road some. Moment, ich soll dich jetzt bezahlen, damit du mich später ja, nee, ist klar. Soll ich das machen? Komm, ich bin der liebe Paladin. A hero to the hilt. Seek me out in the city. Truly. Beneath my brush, you'll live forever. Naja, okay. Until Baldur's Gate, then. Oscar Fevras, merken wir uns mal. Treffen wir an Baldur's Gate wieder oder auch nicht, was vermutlich eher der Fall sein wird. So, also die gute Sache ist, jetzt kann ich ja alles plündern. Jetzt habe ich das Fass mitgenommen. Ist das nicht so schwer? Scheinbar nicht. Gemälde eines lächelnden Mädchens ist bestimmt ganz viel wert. Da ist noch ein Rauchpulverpass, aber das ist dann zu schwer, ne? Aber das können wir ja, warte mal, ich habe ja was gelernt, das können wir ja, ist zu schwer, das können wir ja an das Lager senden. Und dann sind wir wieder nicht mehr überladen. Ich habe doch 2 Fässer aufgenommen, wo ist das zweite Fass da? Hier ans Lager sind. Diese Dinger sind ja irrsinnig schwer. So, was haben wir hier noch? Oh, zum allseits beliebten Henker ist er hingeklettert. Magiebannöl, Öl des Brandstifters, Drowgift, einfaches Gift. Ihr braucht hier nicht rumklettern wie die Bekloppten, ja? Also ihr könnt hier auch ganz normal. Ist egal. Brauchen wir alles nicht. Sag mal, wie viel Geld habe ich eigentlich? 1300 irgendwas, naja. Ja, das ist wieder was für unseren. Watch your back. Für unseren Dieb. No one stopped me yet. Ashtarion. At the ready. So, dann gucken wir mal, was hier noch so rumliegt.
brauche jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Rauchpulverfässer, oder? Oh ja, so ein paar Zauberrollen können wir auch mitnehmen. Zur Not verkaufen wir sie. Just another crate. Egal, da ist auch nichts drin. Jetzt klettert er sich ein zurecht hier. Okay, schade. Ich war der Meinung... wir können hier friedlich aus der Sache rausgehen, aber... Meine Herren, vor allem meine Dame, Zyra oder wie sie hieß, hatte irgendwie ein Problem. Aber jetzt wissen wir zumindest, was es mit der Karawane zu tun hatte. Ah, komm jetzt. So, vielleicht sollten wir hier mal einmal heilen, Wunden heilen, Hand auflegen. 16 Heilung, Wunden heilen, 3 bis 10 Heilung. Wo ist denn die? Wen möchte ich heilen? Lazael, genau, komm. Laut, so, Lazael geht's wieder gut. Mir geht's auch wieder gut. Ja, jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ah, guck mal da oben, was haben wir da alles? Stangenbrot und Kartoffelbrei. Grüne Weinbeeren. So. Mhm. Ich glaube, das sind auch Vorräte, ne? Ja, kann man auch mal mitnehmen. Kartoffeln. Hat ein Holzfass? Nee. So. Was ist das hier für eine merkwürdige... Warte mal, da sind wir hergekommen und hier geht's vielleicht noch weiter. Da ist übrigens eine Falle. Eine ist gar kein Ausdruck. Warte mal, eine... Was ist das da? Da ist ein Tor. Diese Fallen hier. Näherungssprengstoff. Was ist denn, wenn ich da lang gehe? Den habe ich ja nicht gesehen. Guten Tag. Nothing to see here. Move along. Okay, dann move ich halt along. Wer ist das? Gehört die dazu oder sind das andere? Bloß wisst ihr, wo wir hier sind? Geh mal hier rüber. Hallo Hundi. Warte mal, hatte ich nie eine Schriftrolle mit Tieren sprechen? Ne, mit Toten. Gedanken lesen, flimmern, Spiegelbild, verschwimmen. Ich dachte, ich hätte was mit Tieren sprechen, aber gut. Wer sind die und wo führen diese Türen hin? Da werden die aber auch stinkig, wenn ich da reinlatsche, ne? Okay, lassen wir die erstmal. Warte mal, hier sind Woll und Indira. Warte mal. Mit Woll hatten wir schon mal geredet. Wer ist Woll? Woll und Indira. Ich verblödet. Also hier ist Woll und wo ist Indira? Ach, das ist Indira. Der Indira ist der Wolf, okay. Warte mal, wer ist das? Had a peach of a shot on you as you came in. Mhm. Okay. Ignorieren wir die. Ehrlich gesagt, oder geht's hier hinter weiter? Nee, das ist wahrscheinlich sind es die. Wahrscheinlich sind es die Schätze. Da sind noch mehr Schätze. Ich kann die jetzt nicht einfach umbringen. Ich bin ein guter. Gut, dann lassen wir die auch in Ruhe. Gucken wir mal hier lang, was hier noch so ist. Oh. Ah! Ein Schatz ist das. Ich habe irgendwas Ausgrabung. Buddle 5 vergrabene. Okay, habe ich gemacht. So, dann
können wir hier gleich wieder verduften. Also das hier schien mir nichts weiter. Also das schien mir komplett separiert von dem ganzen anderen Kladderadöns zu sein. Irgendein Söldnerlager. Immerhin haben wir einen befreit. Und jetzt müssen wir erstmal raus hier. Warte mal. Im Prinzip könnten wir uns ja wieder raus teleportieren. Warte mal, wenn wir uns da... Ne, wir gehen jetzt erstmal ganz regulär raus. Komm. So. Ich meine, so langsam müssten wir uns auch mal um die Hauptquest kümmern. Ich erkunde ja hier gerade schon alles Mögliche, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So, warte mal, wo sind wir jetzt hier? Achso, warte mal, das war der Keller, genau. Und jetzt, warte mal, jetzt müsste hier irgendwo noch eine Leiter sein, wo wir rauskommen da. Da ist noch eine Leiter. Was stöhnen die da so? So, jetzt sind wir wieder raus hier. Jetzt können wir den nochmal anquatschen. Können wir ihm sagen, dass wir seine Chefin ermordet haben? Said you could pass, didn't I? Okay. Interessiert ihn auch nicht weiter. Dann erstmal, warte mal, wo war denn hier der Ausgang? Ja, raus hier. So. Dann müsste dieses Gehöft quasi dann auch schon mal wieder erledigt sein. Und ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer marodierender Paladin. Tarn von Brunstedt. Ich hätte beinahe meinen Namen vergessen. Tschüssi.